In diesem Teil meiner Serie über die Kartons und der Spielerverpackung der 80er und 90er Jahre möchte ich euch mal die Handbücher aus dieser Zeit vorstellen und auch mal beschreiben, welche Funktion diese Handbücher zu dieser Zeit hatten und äh, was der große Unterschied zwischen den Handbüchern der heutigen Zeit und auch der, der damaligen Zeit ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr unbedingt notwendig, dass ein Spiel auch ein Handbuch hat. Also vorausgesetzt, man geht wirklich so wie ich noch ins Geschäft und kauft sich da ein Spiel, also einen physikalischen mit einem physikalischen Datenträger. Äh, mittlerweile ist ja wirklich fast nur noch äh, Download-Spiele angesagt entsprechend. Und das ist, ist ja auch kein schlechter Trend, eben auch deswegen, weil die heutigen Spiele einfach durch die komplexen Tutorials, die es mittlerweile gibt, durch äh, entsprechende Online-Hilfen oder Quick-Text, Quick-Info direkt in den Feldern, was die Fähigkeiten oder, oder Techniken entsprechend bewirken auch nicht mehr unbedingt notwendig, dass man das Spiel physikalisch kauft und auch entsprechend ein Handbuch hat. In der damaligen Zeit, in den 80er und 90er Jahren, war das natürlich was völlig anderes. Und äh, wie wir hier an dem Beispiel von Temple of Abschei sehen, was 1983 auf den Markt kommt, also eines der wirklich sehr frühen Computerspiele war, ähm, das war eine dringende Notwendigkeit, dieses Handbuch. Einfach deswegen, weil die Technik, die grafische Oberfläche, einfach diese ganzen vielen Informationen, die man besonders im Rollenspiel benötigt, also die Charakterbeschreibung, die Beschreibung der Schätze, äh, Gegenstandsbeschreibung, Gegnerbeschreibung und so weiter, einfach technisch nicht unterbringen konnte. Und das hat man wirklich tatsächlich alles in diesem Buch geschrieben. Da war es denn so, dass es jetzt hier der Einstieg, wie man dieses Buch zu benutzen hat, und er hat dann nochmal eine Beschreibung, was ist denn überhaupt ein Rollenspiel, auf was lässt man sich denn eigentlich hier ein. Ähm, sieht man hier auf der nächsten Seite ist es eine Beschreibung der Schätze, die es dort in verschiedenen Levels zu finden gibt und dieses T äh, hier äh, bei den ganzen Einträgen bezeichnet dann auch den Raum, in dem man sich befindet und dann lässt sich dann tatsächlich im Spiel hat man dann wirklich auch nur eine kurze Einbindung gehabt, ein einen kurzen kleinen Punkt, den man da quasi aufgegriffen hat und dann wurde dann halt hier im Buch geschrieben, was hat man da eigentlich gefunden und äh, das hat natürlich dann auch mehrere Gründe gehabt, also nicht nur, man hätte ja auch natürlich auch, äh, auch im Spiel eine ganz kurze Textanwendung machen können oder auch im Buch das einfach nur kurz schreiben können, aber Rollenspiele sind einfach zu, auch zur damaligen Zeit einfach stark von Dungeons Dragons entsprechend beeinflusst und da war es natürlich auch so, dass man äh, eben eine etwas längere Beschreibung der Gegenstände und der ganzen Situation im Raum und der, der Gegner und so weiter ge, äh, gehabt hat. Und äh, das ist dann auch hier auch sehr schön untergebracht worden. Da heißt es nicht einfach so, man hat äh, vier kleine Diamanten gefunden, sondern hier heißt es bei T12 zum Beispiel: Four small diamonds rest in the earth. Ja, <laughs> das klingt natürlich auch viel besser, als wenn man einfach, wie ich schon sagte, nur vier Diamanten gefunden hat. Das ist eine schöne Sache. Ähm, hier auf der nächsten Seite, das ist im Endeffekt auch der Einstieg in, in das Spiel. Das ist die Geschichte von Brian Hammerhand. Und hier wurde dann auch wirklich jemand auch entsprechend äh, eingestimmt auf das, was denjenigen noch zu erwarten hat und mit welcher Geschichte man äh, da konfrontiert wird. Ähm, hier sieht man nochmal, das ist äh, eine Beschreibung der Level selber. Hier wird dann zum Beispiel auch gezeigt, äh, das ist äh, in dem Fall zum Beispiel von 58, das ist also eine natürliche Höh Höhle mit aus äh, grob behauenen Steinen, ein Skelett in der südwestlichen Ecke, äh, trägt noch die, ähm, die Rückstände von einem äh, kaputten Rucksack und so weiter und so fort. Also hier wird dann eben eben das, was das Spiel technisch nicht darstellen könnte, auch dann wirklich auch schön ausführlich beschrieben. Und natürlich wieder mal ein besonderer Liebling, eine sehr schöne Zeichnung dazu. Am Beispiel von Might and Magic 1, äh, Secret of the Inner Sanctum, sieht man auch sehr gut, warum es auch wirklich dringend notwendig war, das Handbuch zum Spiel zu haben. Denn bei Might and Magic war es tatsächlich so, dass wenn man einen Zauber aussprechen möchte im Spiel, einen Klerikalen oder einen Hexerzauber, äh, hat man die entsprechende Taste eingegeben. Das ist ja alles äh, nicht mausgesteuert gewesen, sondern wirklich Tastatur gesteuert. Und äh, dann wurde man gefragt, aus welchem Level man den Zauber aussprechen möchte und welche Nummer dieser Zauber hatte. Ähm, Im Spiel selber wurde denn nicht gezeigt, äh, welcher Zauber hinter welcher Nummer sich verbirgt, weil einfach äh, der Platz gespart worden ist. Das Spiel ist von 1987, also schon gehört zu, schon zu, der, zu der nächsten Generation, also nicht zu der ersten Generation, aber trotzdem war die technische Limitation natürlich auch da vorhanden. Auch allein deswegen, weil Might and Magic von, von jeher eben ähm, stark ein grafisches Rollenspiel gewesen ist. Auch, auch einer der Gründe, warum ich Might and Magic sehr gerne habe, weil einfach tolle Zeichnungen tolle Animationen auch im Spiel vorhanden sind. Und das, das äh, hat natürlich zu der Zeit sehr viel Speicherplatz genommen. Und für mich persönlich, der Grund, warum man das Handbuch dringend braucht, ist einfach diese tolle Zeichnung, die man hier auf der linken Seite sieht. Äh, das, das schön gestaltete Bookcover mit den ganzen, äh, das ist ja in dem Fall die Landkarte von dem Spiel und das ist wirklich wunderschön gemacht. Einer der Gründe, warum ich überhaupt heute sammle, weil ich einfach ein großer Fan von Fantasy-Kunst bin und äh, diese alten Handbücher im also Rollenspiel bereits hauptsächlich haben natürlich sehr schöne Zeichnungen und sehr schöne Cover-Gestaltungen und auch ähm, Boxgestaltungen. Hier, das ist denn direkt die ersten Seiten, direkt nach dem Cover. Da sieht man nochmal links einfach, ähm, wann das Spiel rausgekommen ist, wer denn äh, die Credits, wer damit mit dabei gewesen ist und noch nochmal direkt eine, eine Garantiebeschreibung und so weiter. Auf der rechten Seite noch eine kleine Einführung, äh, was in denn was in, der Spieler zu erwarten hat. Ne? Und ähm, ja, Happy Adventuring, so steht's auch. <laughs> Und hier auf den nächsten Seiten sieht man dann auch mal die technische Seite der Handbücher, nämlich äh, wie installiert man das Spiel, wie kopiert man ihn halt entsprechend, äh, um das Spiel auch wirklich zum Laufen zu bringen und äh, man, was, welche Tasten man muss man äh, benutzen, um halt entsprechend die verschiedenen Optionen äh, aufrufen zu können. Das war damals natürlich, äh, als äh, zu dem Zeitpunkt gab es zwar auch schon Windows, aber ähm, es war tatsächlich auch so, dass äh, gerade die älteren Sachen, die waren alle für DOS rausgekommen. Und da gab es auch keine Mausunterstützung in den ersten Jahren. Das heißt, äh, es wurde wirklich alles mit Tastatur eingegeben. Da musste man halt die ganzen Befehle kennen. Im Spiel wurde das dann nicht angezeigt oder eben halt nur zum Teil angezeigt. Man sieht es ja hier auf der rechten Seite. Äh, und dann halt noch eine Beschreibung dazu, welche halt die, was halt die verschiedenen Tasten halt für, für Funktionen haben. Uh, und hier ist noch eine ganz wichtige Sache, uh, die man auch benötigte. Uh, es wurde die automatische Karte uh, nicht mitgezeichnet, also zumindest in den ersten Teilen nicht. In, später, in späteren *Magic*-Teilen gab es eine automatische Karte, aber tatsächlich war es also so, auch das betrifft jetzt nicht nur *Magic*, auch andere Spiele wie *Sebastian* zum Beispiel. Da war es dann auch wirklich notwendig, dass man sich dann selber eine Karte gezeichnet hat. Und hier wurden dann halt auch mal Tipps gegeben, wie man diese Karte dann am besten zeichnet. Und das war schon ein sehr wichtiger Punkt, das sollte man nicht unterschätzen. Die, die Labyrinthe waren wirklich Labyrinthe, das heißt, man, man ist, ist nicht einfach von A nach B gegangen, sondern man musste sich wirklich da durch einen Irrgarten durchkämpfen. Und hier sieht man ganz schön, äh, dass es auch noch eine Beschreibung gab, äh, wie denn halt auch der Kampf entsprechend abzulaufen hat und was denn auch die ganzen Sachen zu, be zu bedeuten haben, wenn man zum Beispiel äh, versucht, die Gegner zu bestechen. Was natürlich auch eine <laughs> interessante Sache ist, man trifft einen Haufen äh, Schleime oder Skelette und versucht, die zu bestechen. Ja, mit, mit was denn eigentlich? Ne? Aber hier wird auch mal beschrieben, dass zum Beispiel mit, äh, mit Gold oder mit entsprechenden... Äh, Edelsteine, Edelsteine wurden in Might and Magic verwendet, um verschiedene Zauber aussprechen zu können. Das ist quasi neben dem Mana, was benötigt wurde, auch äh, noch quasi so eine zweite Währung, die notwendig war. Das ist eine Eigenart von Might and Magic. Oder eben halt das Essen, was man mitnehmen konnte oder was man auch brauchte, um zum Beispiel zu rasten und so weiter. Und damit konnte man auch die Gegner bestellen. Das fand ich mal ganz witzig. Der große Unterschied zwischen den Handbüchern, die in der heutigen Zeit herauskommen, und der der Handbücher, die in den frühen 80er und 90er Jahren in den Computerspielen beilagen, ist einfach der, dass die alten Handbücher zu dieser Zeit einfach sehr viel umfangreicher waren und auch äh, Dinge beinhalten, wie zum Beispiel die Weltbeschreibung, Charaktere, Hintergrundgeschichten und so weiter und so fort. Und das kann man auch sehr gut jetzt hier in dem Beispiel von Wizardry, Cresselius of the Dark Savant sehen. Das Spiel kam 1992 auf den Markt und wie es hier auch schon äh, auf, auf dem Koffer steht, das ist kein Handbuch, das ist ein Playmasters Guide. Und äh, was es auch zu bedeuten hat, sieht man auch hier auf den nächsten Seiten. Hier gibt es sogar noch eine komplette Einführung. Was ist ein Fantasy-Rollenspiel? Man muss bedenken, 1992 war Rollenspiele und auch Computerspiele noch nicht so weit. Es war natürlich weiter als in den frühen 80er Jahren, das hat sich schon mehr etabliert. Aber es ist, war definitiv kein Vergleich zu der Sache, die wir heute haben. Und wenn man bedenkt, äh, was Wizardry wirklich für ein umfangreiches und ein brutales Ding ein Rollenspiel ist, ein sehr gutes Rollenspiel, davon mal abgesehen, äh, macht es natürlich auch Sinn, hier einen player Guide reinzusetzen und äh, den Leuten auch wirklich zu sagen, was ist denn überhaupt ein Rollenspiel, was hast du denn überhaupt zu erwarten? Und äh, wie man hier so schön sehen kann, also neben den grandiosen Zeichnungen, die ich ja auch als einer der, der Höhepunkte immer der Handbücher oder der alten Handbücher beschreibe, äh, hier sieht man auch sehr schön noch die ganze Beschreibung der Charakterwerte. Was genau ist denn Intelligenz in diesem Fall? Was macht denn Intelligenz? Ne? Die Pietät und Virtualität und wie sie da heißen und so fort. Und natürlich eine sehr schöne, komplette Charakterbeschreibung, mit welchen Fähigkeiten die verschiedenen Rollen ausgestattet sind, welche Zaubersprüche sie beherrschen, welche besonderen Fähigkeiten sie haben. Und das war auch sehr entscheidend, denn bei der Charaktererstellung von Wizardry war es dann auch so, dass die ganzen Werte ausgewürfelt wurden. Und je nachdem, was ausgewürfelt wurde, konnte man halt seinen Charakter wählen. Das heißt, man musste natürlich entsprechend lange würfeln, wenn man zum Beispiel so einen komplexen Charakter wie einen Lord haben möchte oder ganz schlimmen Linja. Wer, wer mal versucht hat, in alten Zeiten Ninja zu würfeln, der musste aber einiges an Zeit mitbringen. Es war tatsächlich aber auch so, dass die verschiedenen Rassen äh, natürlich dann verschiedene äh, Anfangswerte haben. Ne? Ein Zwerg war halt stärker als eine Fee beziehungsweise als ein Elf oder so. Na, und dementsprechend war natürlich die eine Klasse besser äh, für die eine Rasse geeignet als die andere. Und hier zum Schluss ähm, sieht man auch noch sehr schön, äh, welche Zaubersprüche es im Spiel gab und äh, auch dazu eine komplette Beschreibung, was denn wirklich auch dieser Zauberspruch kann. Also, das, was heute alles so als äh, Quick-Info direkt im Spiel angezeigt wird, gab es halt früher in dem Fall nicht. Das äh, hätte dann auch zu viel Speicherplatz benötigt. Also gab es dann wirklich komplette Handbücher, wo man dann das also auch nachschlagen konnte. Und äh, wieder mit einer schönen Zeichnung dazu. Und äh, das ist ein schönes Stück auf jeden Fall. Das Handbuch von Dark Spy hat eine sehr interessante Art die äh, kompletten Elemente des Spiels und auch die Hintergrundgeschichte zu erzählen. Denn es ist ein Endeffekt, es ist ein fließender Text und nicht so wie in vielen anderen Handbüchern, einfach nur so eine kapitelartige Abarbeitung der verschiedenen Punkte. Also hier erstmal auf den Frontcover, erstmal die schöne Gestaltung des Frontcovers, äh, die ich persönlich auch sehr gerne mag. Das, das hat einfach irgendwie eine tolle Atmosphäre, diese drei seltsamen Gestalten da mit ihren Masken und dieser Totenschädel davor ab. Auch die Beschreibung der Anleitung, nämlich Heroes Guide, ist natürlich auch wieder eine interessante Sache, anstatt einfach nur Handbuch zu schreiben. Auf der rechten Seite, da sehen wir jetzt tatsächlich mal einen Kopierschutz. Und äh, zwar war es einfach damals so, dass die Spiele selber keinen physikalischen Kopierschutz hatten, also die frühen Spiele besser gesagt. Und äh, da war es einfach so, dass es gab einen Software-Kopierschutz. Das wurde also wirklich äh, auf dem Bildschirm eingeblendet. Bitte geben Sie das und das Zeichen ein, beziehungsweise schauen Sie auf der Seite das und das nach. Und äh, bei Darkspire war es einfach so gelöst, dass einfach eine äh, Anzeige von Symbolen eingeblendet worden ist und man musste das halt entsprechend zuordnen. Das jetzt aber nur am Rande. Äh, wie man hier auf der nächsten Seite sieht, das Spiel hat auch eine sehr umfangreiche Hintergrundgeschichte, die auch wirklich romanartig erzählt wurde durch, durch die Handbücher, was auch nicht, nicht wirklich selten war, das gab es schon, es gab schon einige Beispiele. Aber bei Darkspire äh, ist es so, wie ich vorhin schon sagte, das ist ein, ein kompletter Text und auch ein fließender Text. Das heißt, das komplette Handbuch ist auch so gestaltet, dass man quasi eine komplette Geschichte lesen kann. Und es wurde auch ausführlich die ganzen Sachen beschrieben, was man hier auf der nächsten Seite auch gut sehen kann. Da sieht man dann einfach nur, äh, dass zum, zum Beispiel zum Thema Armor, Shields und Helms, das es also um, um Thema Rüstung geht, das dann auch wirklich komplett in ganzen Sätzen beschrieben wird, äh, was dann wirklich auch äh, die verschiedenen Möglichkeiten im Spiel sind und wie man sie anwenden kann. Und das ist schon eine Besonderheit, weil die meisten Handbücher waren meistens, in, zumindest in diesen technischen Bereichen, relativ kurz gehalten oder eben halt tabellenartig. Und hier war es wirklich so, dass man quasi den Roman weiterlesen konnte und jetzt das Thema Weapons of War oder eben wie halt schon Armor and Shield sich entsprechend ansehen kann. Genauso wurde es natürlich auch, was jetzt äh, Beschreibung der Gegner, die jetzt nicht sehr umfangreich ist. Das liegt aber auch daran, dass einfach äh, quasi dem Spieler nicht bekannt sein sollte, welche Gegner halt in diesem Turm ist. Das Spiel spielt in einem Turm, im Turm der Götter, um genau zu sein. Äh, welche ihn da entsprechend begegnet. Deswegen gibt es da auch nur eine etwas kürzere Beschreibung. Genauso was jetzt äh, Traps und Puzzles, also den Pfeilen und den Puzzles in den Spielen und der Rätsel entsprechend betrifft. Objekte natürlich genau das gleiche also wieder diese schöne Kombination äh, eines komplett fließenden Texts, äh, in dem Fall jetzt auch mit äh, schöner Zeichnung und schönen Radierung mit dazu und hier als letztes äh, gibt es dann auch noch mal quasi am Ende und das ist auch wie auch ein richtiges Buch das letzte Kapitel oder beziehungsweise in dem Fall das Vorletzte ist dann wirklich the Hall of Champions, Attribute Tribute to Fallen Heroes. Also wirklich das, was am Ende dann wirklich auch im Spiel stattfindet. Also entweder man ist halt der Champion, man hat das Spiel gewonnen, oder man ist halt einer dieser gefallenen Helden. Und da wird also auch nochmal darüber berichtet, was passiert, wenn man das Spiel quasi durchgespielt hat. Ähm, zum Schluss sind noch die Designer Notes, die dann wirklich nochmal das Spiel und die äh, Entstehung des Spiels beschreiben und das runde dieses Handbuch wirklich als eine Besonderheit auch ab. Eine der schönen Besonderheiten in meiner Sammlung. Zum Abschluss möchte ich euch ein besonders schönes Beispiel aus meiner Sammlung zeigen. Und zwar das Handbuch von Cursor Azure Bounds. Das ist der zweite Teil der Forgotten Realms Epic, besser bekannt als die Goldbox-Serie. Welches 1989 rauskam. Ähm, dieses Handbuch hat eine wunderschöne künstlerische Gestaltung, wie ich finde. Auch was die Farben und auch was die, was die Abmischung betrifft. Und auch ganz wichtig, was das Papier betrifft. Ähm, das lässt sich natürlich jetzt hier in den Bildern nicht allzu gut zeigen. Also deswegen kann ich es euch, euch nur beschreiben. Es ist eine Art Hochglanzpapier. Was aber ähm, schon noch ein bi bisschen matteren Effekt hat, weil es ist ja, soll ja schließlich Text abgebildet werden und nicht nur Bilder. Und es hat, es hat ein ganz, ganz tolles Gefühl in der Hand, in den Fingern. Ich, wie gesagt, ohne, ohne es in der Hand zu haben, lässt sich das natürlich nicht sehr gut beschreiben. Aber glaubt mir einfach, es liegt wirklich toll in der Hand und es ist wirklich ein besonderes Handbuch. Hier auf der linken Seite vom Cover sieht man äh, sehr gut, äh, das hat eine sehr schöne Farbabmischung, wie ich finde. Dieser blaue Hintergrund, der Mond im Hintergrund äh, und. Das ist wirklich ein wunderschön gescheitetes Cover. Äh, was hier interessant ist, das lässt sich leider zumindest mit meinem Scanner nicht richtig darstellen. Das, was hier als Hintergrund so dunkelgelb aussieht, ist tatsächlich Gold. Also hat eine goldene Farbe und also ein dunkleres, matteres Gold. Also kein glänzendes Gold. Aber es ist Gold und nicht so dunkelgelb, wie es hier ist. Aber es ist also deswegen auch sehr schön und, und prächtig anzuschauen. Und auf der rechten Seite, da sehen wir erstmal die Karte der Region, in der das Spiel spielt, die schön geschaltet ist, äh, relativ einfach gestaltet muss ich dazu sagen, aber äh, es ist trotzdem eine schöne Farbgebung und es ist äh, schön gemacht, wie ich finde. Was aber hier sehr interessant ist, der Hintergrund dieser Seite. Da sieht man nämlich, dass es so ähnlich wie so altes Pergament äh, gestaltet worden ist, also dieser bisschen brüchige, fleckige Text sozusagen und das, das gibt richtig viel Stimmung wie ich finde. Und wenn man jetzt hier die Seiten im Handbuch auch mal sich selber auch betrachtet, fast jede Seite hat eine, eine wunderschöne Zeichnung dazu. Und was mir persönlich mal sehr gut gefallen hat, waren damit diese farblichen Hervorhebungen der, der entsprechenden Überschriften und auch die Gestaltung der fünf Symbole, die wir links oben sehen, die spielerisch natürlich eine sehr starke Bedeutung haben. Das sind eben die Azure Bounds, also die äh, himmelblauen Zeichen oder Fesseln besser gesagt. Das ist der, derjenige, der das Spiel gespielt hat und durchgespielt hat, der weiß sicherlich, was ich meine. Und äh, wenn man sich die Seiten jetzt auch mal ansieht, das ist wirklich handwerklich, ein wirklich sehr schönes Handbuch. Und es ist sicherlich, also neben den Ultima-Handbüchern, die ich habe, der Ultima-Serie, also sicherlich mit Abstand einer meiner Lieblingshandbücher, weil einfach diese wirklich tolle Gestaltung, dieses tolle Papier, diese tollen Farben, auch diese tollen Zeichnungen, die hier verwendet worden sind. Guckt euch zum Beispiel mal hier das Wasser des Flusses an, wie, wie fein das gezeichnet worden ist. Ne? Man kann sogar Spiegeleffekte da drin sehen. Also für mich ist das wirklich ein wunderschönes Stück und wirklich auch wirklich ein großes Kunstwerk. Ich kann es nicht anders sagen. Für, für mich natürlich einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt sammle, nämlich wirklich solche tollen Handbücher, solche tollen Texte und auch solche tollen Grafiken auch zu zeigen. Und zum Schluss noch eine, eine etwas technische Sache. Das war auch eine wichtige Sache zu der Zeit. In den ersten Teilen der Goldbox-Serie war es tatsächlich so, wenn die Charaktere Level abgehabt haben, ähm, dann wurde das nicht direkt angezeigt. Dafür war diese Tabelle auf der linken Seite, die jetzt übrigens unverständlich ist, da fehlen noch ein paar Klassen, das ist jetzt erstmal nur die. Äh, und da konnte man sehen, äh, wenn man genug Erfahrungspunkte hat, konnte man halt entsprechend im Level aufsteigen. Und da war es tatsächlich so, dass Levelaufstieg war nicht automatisch, sonst wäre das ja kein Problem, sondern man musste wirklich zum Trainer gehen, entsprechend da sein, sein Obolus bezahlen oder auch nicht, je nach Teil, und ist dann halt entsprechend ein Level aufgestiegen. Was hier auch interessant ist bei dem Spiel, sind auch die Titel. Die, äh, die verschiedenen Ränge denn auch beinhalten. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel jetzt mal den Paladin anguckt, also der Paladin ist denn auch erst ab Level 9 auch wirklich ein Paladin. Ich muss jetzt allerdings wirklich sagen, ich weiß nicht mehr, ob das Spiel wirklich spielrelevant ist, ob es wirklich auch mal so war, dass ein Charakter im Spiel den äh, entsprechenden Charakter mit seinem Titel angesprochen hat. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Es kann durchaus sein, dass es irgendwann mal eine Gegebenheit gegeben hat. Dann wäre es natürlich bei einer Immersion natürlich noch eine schönere Sache. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube auch nicht, dass es so gewesen ist. Ne? Wieder so eine technische Limitation. Der Computer muss ja denn auch wissen, dass derjenige halt ein Guardian ist oder ein Chevalier oder ein Jussica oder was auch immer. Und ich glaube nicht, dass es das so stattgefunden hat. Das ist einfach nur der Stimmung halber. Ne? Ich bin jetzt Level 9 und jetzt bin ich endlich ein echter Paladin. Das zum Abschluss.